Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video nehmen wir euch mit auf unsere 6-wöchige Thailand-Reise und teilen mit euch unsere Erfahrungen, unsere Reiseroute und auch Tipps und Tricks, wenn ihr vorhabt, nach Thailand zu reisen. Thailand steht ja bei vielen ganz oben auf der Liste der Länder, die sie unbedingt mal bereisen wollen. Und so war es auch bei uns. Wir wollten unbedingt Thailand bereisen und haben schon vor der Weltreise gesagt, dass Thailand eins der Länder ist, die wir auf jeden Fall bereisen wollen. Somit haben wir uns umso mehr gefreut, hier nach Thailand zu kommen. Und wir nehmen euch in diesem Video mit und teilen euch, was wir erlebt haben und was wir gemacht haben. Starten wir mit unserer Reiseroute. Für uns begann unsere Thailand-Reise mit Chiang Mai. Das liegt im Norden von Thailand und ist auch bekannt als das kulturelle Zentrum von Thailand, da ihr dort über 300 verschiedene Tempel finden könnt. Außerdem ist in Chiang Mai der höchste Berg von Thailand, der Doi Inthanon. Wenn euch das interessiert und unsere kleine Tempeltour, dann verlinken wir euch hier unser Video, denn wir haben euch komplett einmal mit durch Chiang Mai genommen. Wir waren insgesamt 5 Nächte in Chiang Mai und aus unserer Sicht hat das vollkommen ausgereicht. Wenn ihr aber auch noch vorhabt, in die naheliegenden Gebiete wie zum Beispiel Chiang Rai zu reisen, dann solltet ihr auf jeden Fall mindestens 5 Nächte einplanen. Ansonsten würden wir euch 3 empfehlen. Danach ging es mit dem Zug für uns nach Bangkok. Dort sind wir 2 Wochen geblieben. Einerseits wollten wir Sightseeing machen vor Ort, weil es auch das erste Mal für uns in Bangkok war. Andererseits hatten wir einige organisatorische Dinge, wie beispielsweise die Visa-Verlängerung, wo wir später nochmal darauf eingehen werden. Bangkok hat uns tatsächlich ziemlich gut gefallen. Es ist eine Millionenmetropole, sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr viele Häuser. Man kann dort alles finden. Es ist wirklich eine Stadt der Gegensätze. Ihr habt auf der einen Seite wunderschöne Tempelanlagen, ihr habt den Königspalast, auf der anderen Seite habt ihr Wolkenkratzer, ihr habt ganze Partystraßen, aber auch tolle Parks. Also wir hatten auch eine total schöne Zeit in den Grünanlagen dort. Zu unserem Aufenthalt in Bangkok haben wir ein separates Video gemacht. Das verlinken wir euch hier. Schaut da unbedingt mal rein, wenn ihr auch vorhabt, in Bangkok einen Stopp einzulegen. Danach haben wir Besuch aus der Heimat bekommen. Unsere besten Freunde aus Berlin haben uns besucht und wir haben mit ihnen eine 2-wöchige Inseltour gemacht. Wir starteten auf Koh Phangan. Dazu sind wir aus Bangkok in den Flieger gestiegen, nach Surathani geflogen und von da aus haben wir die Fähre nach Koh Phangan genommen. Auf Koh Phangan waren wir dann 4 Nächte und haben dort die Vollmondparty mitgenommen. Immer einmal im Monat zum Vollmond habt ihr eine Vollmondparty direkt am Strand. Tatsächlich gibt es sogar auch eine Halbmondparty. Also schaut einfach mal, zu welchem Zeitraum ihr dann da seid. Wir können es euch auf jeden Fall empfehlen, das auch mal mitzunehmen. Die Insel an sich hat uns sehr, sehr gut gefallen. Sie ist sehr grün, sie ist nicht so überlaufen. Selbst bei der Vollmondparty, natürlich war die Vollmondparty voll, aber ansonsten zu dem Zeitraum war die Insel nicht sehr voll. Es ist auch nicht so touristisch. Man hat viel Natur und Wildlife, was man dort sehen kann. Uns hat es richtig, richtig gut gefallen. Wir müssen sogar sagen, Koh Phangan hat uns am Ende am besten von allen Inseln und auch von allen Orten in Thailand gefallen und wir werden auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Von dort aus sind wir mit der Fähre nach Koh Samui gefahren. Das ist ein wirklich ganz schneller Ritt rüber, 20 Minuten, dann seid ihr da. Dort haben wir 2 Nächte verbracht, haben uns ein bisschen die Insel angeguckt, haben uns Strände angeschaut, waren baden. Das Wetter hat da richtig gut mitgespielt und wir hatten eine echt tolle Zeit. Wir haben auch ein Overlapping Stone angeschaut. Das ist quasi so eine Art Stein, der am Hang steht, wo man dann einen schönen Ausblick hat. War eigentlich auch ziemlich cool, weil wir es auch mit unseren Freunden alles zusammen gemacht haben und sogar meinen Bruder getroffen haben. Da hatten wir also dann nochmal 2 Nächte, bevor wir dann in den Khao Sok National Park weitergereist sind. Tatsächlich müssen wir sagen, dass wir auf Koh Samui gerne auch noch etwas länger geblieben wären. Die Insel ist nämlich fast doppelt so groß wie Koh Phangan. Es gibt also auch mehr zu sehen. Aus zeittechnischen Gründen haben wir das anders aufgeteilt, sodass wir länger auf Koh Phangan, weniger auf Koh Samui bleiben. Wir würden euch aber empfehlen, pro Insel 5 Tage zu machen. Ja, dann habt ihr genügend Zeit, auch alles anzuschauen. Wie bereits angesprochen, sind wir dann von Koh Samui mit der Fähre und dem Bus in den Khao Sok National Park gefahren. Das ist wirklich die grüne Oase Thailands. Das ist also wirklich ein total schöner Park. Dort haben wir neben Elefantenfüttern auch eine Nachtsafari gemacht, die richtig cool war. Wir haben eine Tarantel gesehen, wir haben Schlangen gesehen und wir haben sogar Skorpione gesehen. Also all das, was man ansonsten auf den Partystraßen in Bangkok zu essen gibt, gibt es da halt wirklich auch noch lebend. Das war ein total tolles Highlight. Und dann haben wir noch einen Tagesausflug gemacht. Und zwar auf dem berühmten See dort im Nationalpark. Sind dort mit dem kleinen Boot lang gefahren, haben diese tollen Felsformationen uns angeschaut und sogar wilde Elefanten gesehen. Also das können wir auf jeden Fall empfehlen. Das war für uns unser Highlight unseres Aufenthalts im Khao Sok Nationalpark. Wir waren insgesamt 2 Nächte im Khao Sok und wir würden auch sagen, das ist so die Anzahl an Nächte, die wir euch empfehlen würden. Ganz kurz zur Bootsfahrt haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir nicht mit einer großen Gruppentour gegangen sind. Da werden nämlich
oftmals die Gruppentouren angeboten. Wir haben das Ganze privat gemacht, also sind direkt zum Pier gefahren, haben dort jemanden angesprochen und haben uns dann in einer größeren Gruppe, die nicht so groß war wie die von den großen Gruppentouren, einfach ein Boot gemietet. Damit seid ihr preislich fast genauso, könnt aber mitbestimmen, wie lange ihr wo lang fahrt. Genau, wir waren dann 6 Leute anstatt, glaube ich, 10 bis 12, also nur die Hälfte des Bootes, konnten dann halt ganz entspannt Fotos machen, Videos machen, konnten sagen, fahr mal da ran, fahr mal hier lang. Das war schon echt eine ziemlich coole Sache. Im Anschluss ging es dann für uns wieder mit dem Bus 3 Stunden Richtung Phuket. Phuket ist übrigens die größte Insel Thailands, fühlt sich aber ehrlich gesagt nicht so an wie eine Insel, sondern einfach nur wie eine Großstadt. Wir fanden es aber wirklich sehr schön. Phuket hat viele schöne Strände. Ihr habt dort viele schöne auch Cafés und Restaurants. Tatsächlich fanden wir es aber touristisch etwas überlaufener, auch als die Inseln Koh Phangan und Koh Samui. Würden aber trotzdem euch empfehlen, den Ausflug dorthin zu machen, wenn ihr noch die Zeit mitbringt. Ein berühmtes Ausflugsziel von Phuket aus sind die Koh Phi Phi-Inseln. Hierzu wollten wir wieder eher etwas Privates machen, als das mit einer geführten Tour zu machen, sodass wir einen Tag einfach zum Pier gegangen sind und jemanden angesprochen haben, was es kosten würde, mit seinem Boot zu den Koh Phi Phi-Inseln zu kommen. Das können wir euch auf jeden Fall empfehlen, weil ihr kommt schlussendlich je nach Gruppengröße, wenn ihr so 6 bis 8 Leute seid, wäre das perfekt, kommt ihr ungefähr auf die gleichen Kosten, als wenn ihr quasi ein großes Boot nehmen würdet mit ganz vielen Leuten drauf. Und das können wir auf jeden Fall nicht empfehlen. Dort hatten wir eine richtig schöne Zeit, wir hatten einen total tollen Tag, Sonnenschein, satt, wir sind geschnorchelt, haben bunte Fische gesehen, haben die Inseln erkundet mit ihren wirklich total schönen fotogenen Stränden und waren sogar an einem Strand, wo Affen leben. Also es war wirklich ein total schöner Tag und unser Highlight in Phuket. Die private Tour, wo wir zu 6 auf einem Boot waren, hat uns ungefähr pro Person 80 Euro gekostet. Also genauso viel, wie es uns auf der Gruppentour gekostet hätte. Wir waren insgesamt 3 Tage in Phuket und das ist auch so die Länge, die wir empfehlen würden, euch zu bleiben. Danach mussten wir unsere Freunde leider schon wieder verabschieden. Für uns ging es dann aber noch weiter mit der Fähre nach Krabi. Wir sind ungefähr 2 Stunden von Phuket nach Krabi gefahren. Krabi ist ein touristischer Spot, der uns aber auch super gefallen hat. Hier habt ihr auch wunderschöne Strände, ihr habt kleinere Ausflugsziele zu zum Beispiel Seen. Ihr könnt auch klettern gehen, wenn ihr kletterbegeistert seid. Wir waren insgesamt 3 Tage in Krabi und auch da würden wir sagen, das reicht vollkommen aus. In Krabi haben wir vor allen Dingen das Strandleben sehr genossen. Also wie Nadja schon gesagt hat, es gibt tolle Strände da. Wir können euch auf jeden Fall empfehlen, von Ao Nang mit dem Longtailboot nach Rayleigh zu fahren, den Rayleigh Beach. Von dort könnt ihr durch den Ort laufen und zum Prenang Beach kommen. Wenn euch das interessiert und ihr die genaue Route wissen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal unser Video dazu aus. Wir haben ein Video gemacht zu den schönsten Stränden in Phuket und in Krabi, beziehungsweise unseren schönsten Stränden. Checkt das auf jeden Fall mal aus, dann wisst ihr auch genau, wo ihr hin müsst und ja, was ihr auf jeden Fall in Phuket und in Krabi nicht verpassen solltet. Kommen wir zum nächsten Thema und das ist das Visum. Für uns als Deutsche ist es ja generell relativ einfach, in jedes Land einzureisen. So ist es auch in Thailand. Bei Einreise erhaltet ihr hier ein Visa on Arrival. Ihr müsst also nichts vorher beantragen und habt 30 Tage Aufenthalt in Thailand. Wenn ihr, so wie wir, länger bleiben wollt, würden wir euch empfehlen, die Visumsverlängerung vor allem in Bangkok zu machen. Da habt ihr die größte Auswahl an Visumsausstellern. Wir haben das folgendermaßen gemacht. Zugegeben, wir mussten uns ganz schön durchfragen. Wir waren an 3 verschiedenen Orten, bis wir dann zu guter Letzt am richtigen Ort angekommen sind. Wir verlinken euch unten in der Beschreibung bei Google Maps mal den Ort, wo ihr euer Visum am besten verlängern lassen könnt. Nachdem ihr da ein paar Anträge dann ausgefüllt habt und ein bisschen Wartezeit verbracht habt, müsst ihr 55 Euro zahlen circa, dann bekommt ihr nochmal weitere 30 Tage geschenkt. Achtung, hier ganz wichtig, die 30 Tage kommen dann on top zu den 30 Tagen, die ihr sowieso schon hattet. Also zum Beispiel, ihr reist am 1. November ein, dann dürft ihr bis zum 1. Dezember bleiben. Ihr macht eure Visumsverlängerung aber schon Mitte November, dann dürft ihr bis zum 1. Januar bleiben. Nach unserem Wissen könnt ihr das Ganze dann noch einmal machen, sodass ihr insgesamt 90 Tage in Thailand mit dieser Art von Visum sein könnt. Wenn ihr länger in Thailand sein möchtet, müsst ihr euch danach dann nochmal um ein extra Visum kümmern. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil es halt nicht notwendig war. Informiert euch da einfach mal bei den Behörden vor Ort. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar dem Transport in Thailand. Wir haben wirklich alle Transportmittel in Thailand einmal mitgenommen. Von Chiang Mai nach Bangkok sind wir mit dem Zug gefahren. Wir sind mit dem Flieger von Bangkok nach Surathani gekommen, mit der Fähre nach Koh Samui und Koh Phangan und dann mit dem Bus zum Khao Sok oder auch vom Khao Sok nach Phuket. Alles ging relativ reibungslos, wir hatten keinerlei Probleme. Manchmal musste man rausfinden, wo die Busse oder die Transportmittel abfahren, aber das ist eigentlich alles kein Problem. Wir können euch hier auf jeden Fall empfehlen, euer Transportmittel über One2Go Asia zu buchen. Hier haben wir nicht nur immer die günstigsten Preise für unser Transportmittel,
Transportmittel bekommen, sondern hatten halt auch eine tolle Auswahl an verschiedenen Transportmitteln, je nachdem, was ihr bevorzugt. Wenn ihr euch innerhalb von den Städten fortbewegen wollt, dann können wir euch hier die App Grab empfehlen oder auch Bolt. Uber wird hier nicht verwendet, von daher nutzt wirklich diese beiden Apps. Auch dort erhaltet ihr wesentlich bessere Preise, als wenn ihr die öffentlichen Taxi-Services nutzt. Vor allem in Bangkok solltet ihr hier aber noch extra Zeiten einrechnen. Gerade mit der App Grab hatten wir in Bangkok leider nicht so gute Erfahrungen, da wir teilweise 10, 20, aber auch manchmal wirklich eine halbe Stunde auf die jeweiligen Fahrer gewartet haben. Das liegt leider am sehr, sehr dichten Verkehr in Bangkok. Versucht hier also vielleicht sogar auf das öffentliche Netz, beispielsweise die U-Bahn, umzusteigen. Was wir vorher nicht wussten und euch hier in dem Video unbedingt mitgeben wollt, ist, dass ihr mit einem Besitz von einem normalen B-Führerschein in Deutschland nicht dazu berechtigt seid, Roller in Thailand zu fahren. Da mussten wir leider ein bisschen das auf die harte Tour lernen tatsächlich, denn wir hatten gedacht, unser internationaler Führerschein in Kombination mit unserem nationalen erlaubt es uns ganz normal, die Roller in Thailand zu nutzen, denn alle Touristen nutzen die. Wir sind allerdings in eine Polizeikontrolle gekommen und dort hat man uns erklärt, dass wir eigentlich im Besitz eines Motorradführerscheins, also A oder A1 sein müssten, damit wir berechtigt sind, in Thailand Roller zu fahren. In der besagten Polizeikontrolle hat der Beamte uns aufgeklärt, dass das leider nicht möglich ist, mit seinem B-Führerschein aus Deutschland hier Roller zu fahren, sodass wir das halt hier an euch auch nochmal weitergeben wollten. Wir mussten dann ungefähr 26, 27 Euro Strafe zahlen. Durften den Tag dann noch Roller fahren, mussten aber am nächsten Tag dann den Roller abgeben. Natürlich sind 26 Euro Strafe jetzt nicht so hoch. Dazu müssen wir allerdings sagen, dass sie auch Fotos und Kopien von unseren Führerscheinen und Personalausweisen oder Reisepässen gemacht haben. Und wir nicht wissen, wenn es jetzt nochmal passiert wäre, was uns dann blüht. Wenn man nämlich im Internet nachschaut, dann findet man an Strafen alles von 26 Euro bis hin zu einem Monat Haftstrafe. Von daher wollten wir das auf gar keinen Fall riskieren und es ist wirklich auch ein Aufruf an euch. Riskiert das lieber nicht. Wir wissen wirklich nicht, was passiert wäre, wenn wir nochmal erwischt worden wären. Von daher hoffen wir uns das Thema Roller dann leider gestrichen. Gott sei Dank ist es uns zum Ende unserer Thailand-Reise passiert. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar den Unterkünften in Thailand. Wir haben oft in Thailand in einem Kondo gewohnt. Das ist ein großer Wohnkomplex, wo mehrere Wohneinheiten drin sind. Hier habt ihr meistens auch einen Pool, ihr habt meistens auch ein Fitnessstudio und sogar wie so eine Art Rezeption oder Concierge-Service. Also sehr gute Ausstattung, sehr guter Service vor Ort. Hier zahlt ihr nicht viel tatsächlich. Wir haben oft ungefähr 30 Euro pro Nacht für das Kondo bezahlt und hatten da auch immer eine echt gute Zeit. Gebucht haben wir eigentlich alle Unterkünfte über Airbnb. Booking.com fanden wir hier preislich gesehen etwas teurer und die meisten Kondos findet ihr wirklich über Airbnb. Thailändisches Essen gilt ja für viele Leute als ihr absolutes Lieblingsessen und auch wir müssen sagen, dass wir in Thailand wirklich sehr gut gegessen haben. Trotzdem geben wir zu, wir als Veganer und Veganerinnen hatten am Anfang etwas Probleme, uns in Thailand, so was das Essen angeht, zurechtzufinden. Denn oftmals wird auch mit Fischsoße gekocht, Ei ist ganz oft drin, Tofu gibt es nicht überall unbedingt. Von daher war das da am Anfang etwas schwierig. Ihr müsst euch einfach ein bisschen gut durchfragen, immer wieder sagen, bitte keine Fischsoße, kein Ei, kein Fleisch etc. Und auf vielen Night Markets findet ihr dann aber auch das richtige Essen für euch. Apropos Night Markets, das ist wirklich der absolute Top-Tipp von uns. Sucht euch so viele Night Markets raus, wie es geht. Da seid ihr wirklich unter den Locals. Ihr bekommt lokale Küche. Es schmeckt viel besser meistens als in den etwas größeren Restaurants oder in den Ketten. Und ja, wir hatten eigentlich immer eine tolle Erfahrung auf den Night Markets. Vor allem ganz große Empfehlung, Mango Sticky Rice. Das ist das Dessert in Thailand. Das müsst ihr unbedingt probieren. Ist übrigens auch für die vegane Ernährung geeignet, da es aus Reis, Kokosmilch und ganz viel Zucker besteht. Deswegen es wahrscheinlich auch so lecker schmeckt. Ja, aber auch Pad Thai hat uns richtig, richtig gut geschmeckt. Und pro Essen, wenn ihr es auf einem Night Market bekommt und findet, müsst ihr ungefähr mit 2, 3, manchmal mit 4 Euro rechnen. Ja, was aber immer noch total im Rahmen ist. Zu guter Letzt wollen wir noch mit euch teilen, was denn das Ganze gekostet hat. Bei unserer Kostenaufstellung müsst ihr berücksichtigen, dass das immer für uns beide die Kosten sind, also als Paar, und dass wir 6 Wochen durch Thailand gereist sind. Beginnen wir mit den Unterkünften, was immer so der teuerste Punkt ist. Für Unterkünfte haben wir knapp 1.400 Euro ausgegeben. Für den Transport in Thailand, hier sind enthalten Bus, Fähre, Bahn und auch die Inlandsflüge, haben wir 788 Euro und 81 Cent bezahlt. Hierbei sind die Flüge nach Thailand und aus Thailand raus nicht enthalten.
Für das Essen in Thailand haben wir zusammen 1.135,33 € gezahlt, was auch tatsächlich mehr ist, als wir dachten. Hier und da haben wir dann aber doch auch mal in etwas schickeren Restaurants gegessen und so ist die größere Summe zustande gekommen. Für Aktivitäten, Tickets und Eintritte haben wir insgesamt 571,62 € bezahlt. Hierbei war am teuersten unser Tagesausflug auf die Koh Phi Phi Islands, aber es war auch mit einer unserer schönsten Highlights dieses Urlaubs. Für sonstige Einkäufe wie Snacks, Obst oder Wasser haben wir 284,41 € ausgegeben. Und für Internet, was wir uns mal wieder am Flughafen geholt haben, haben wir insgesamt 23,90 € ausgegeben. Hierfür haben wir 90 GB für 6 Wochen für uns beide erhalten. Was gerade so gereicht hat bei unserem Internetverbrauch. Somit kommen wir insgesamt für 2 Personen und 6 Wochen Thailandreise auf 4.183,86 €, was pro Tag im Durchschnitt 90 € sind. Abschließend können wir festhalten, dass uns Thailand richtig, richtig gut gefallen hat. Das Land ist das modernste Land, was wir bisher auf unserer Südostasien-Reise erlebt haben. Ihr findet wirklich viel moderne, aber auch tolle Kultur. Ihr könnt leckeres Local Food essen gehen, zum Beispiel Pad Thai oder Mango Sticky Rice, aber halt auch in tollen veganen Restaurants essen gehen, was ja für uns auch immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Wir haben es also sehr genossen und wollen auf jeden Fall wieder nach Thailand reisen. Und an der Stelle nochmal ein kleiner Aufruf an alle von euch da draußen, die gerade eine Weltreise planen. Wir haben unser geballtes Wissen zusammengetragen in einem einzelnen Guide, den ihr kostenlos von uns bekommt. Folgt dazu einfach dem Link in der Videobeschreibung und wir senden euch in 0,nichts euren kostenlosen Weltreise-Guide zu. Und wenn ihr mehr von uns und unserer Weltreise sehen oder lesen wollt, dann schaut doch mal hier auf unserem Blog vorbei oder auf unserem Instagram-Kanal, wo wir täglich Updates und Story über unsere Weltreise posten. Und wenn euch dieses Video gefallen hat und hier nützliche Tipps für euch dabei waren für eure nächste Thailand-Reise, dann lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und dann würden wir sagen, sehen wir euch im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.